Ich grüße euch total recht herzlich hier beim Hartmut in seiner KTU. Ja, Hartmut und seine KTU. Ich schlender hier rein, aber ist keiner da. Man sagt mir, Hartmut hat Urlaub. Ah, Hartmut hat Urlaub, meine lieben Freunde. Total recht herzlich willkommen bei Cobra 11. Yeah! Okay, ich begrüße euch total recht herzlich. Und wie gesagt, diese Woche gibt es nichts. Und weil es diese Woche nichts gibt, weil Fußball, müssen wir halt diese Woche aus der Retorte. Jetzt habe ich ausgerechnet die Folge vergessen. Die wollte ich an sich hochhalten, weil ich habe sie vorhin bekommen. Die Melanie Scheiter. Die Melanie Scheiter, die war nämlich auch mal bei Cobra 11 und hat da so eine Reporterin gespielt. Ich glaube, Folge 24. Werde ich aber gleich sehen, weil ich mir das gleich anschauen werde. Ja, ich werde mir also gleich diese DVD anschauen. Ich wollte heute zwar mit dem Wendler drehen, aber schaffe ich heute nicht. Ihr merkt schon an meiner Stimme, auch ich habe so eine Art Erkältung. Ich muss ein bisschen was dagegen tun. So, jetzt schaue ich mir das hier alles nochmal an. Ich schaue mir die KTU an. Nächstes Jahr werden wir sicherlich mal ein paar andere Aufnahmen machen und auch irgendwie live performen, weil wir nächstes Jahr in der echten KTU sein wollen. Wir wollen da so gucken, wie die da so arbeiten. Wir wollen uns die Kulisse anschauen. Wir wollen uns das MMC-Studio in Köln anschauen. Wir wollen einfach mal dabei sein. Und wenn die Dreharbeiten abgeschlossen sind, weil ja nächstes Jahr Pia und Semir zusammenarbeiten, da ja dieses Jahr im Sauerland gewesen sind und gearbeitet haben, sich in die Fluten gestürzt haben, ja, und viele Crashes auf der großen Autobahn, die noch nicht freigegeben, in Bestwig im Sauerland auch getätigt haben, können wir dann hergehen und einiges machen. Ne? Wir können dann, vielleicht haben die ja Zeit, wir werden dann den Nils fragen, wir werden den Erdogan fragen, wenn die Zeit haben, dann laufen die mal vor unsere Kamera. Ne? Und dann machen wir dann eine richtige tolle Sache. Ich begrüße euch total recht herzlich zur Cobra 11 Gemeinschaft hier bei Facebook. Wir sind also schon über 112, da habe ich gestern gesagt, der 112. Das ist ja schon fast wie Anruf der Feuerwehr, ne? 112 Feuerwehr, ne? Der 110. das war 112 die Polizei. Die beiden sind natürlich schon mal im Ranking ziemlich weit oben, die Nummer 110 und die Nummer 112. So, nach diesem Videoclip weiß ich nicht, wie viel dann sein werden. Ich freue mich total und recht herzlich, dass ihr überhaupt mitmacht und dass ihr nächstes Jahr dabei seid. So, ich bin hier, wie gesagt, in dieser KTU, das ist auch Wunsch von Anita. Ich habe Nils gefragt und Nils hat mir diese Kulisse zugänglich gemacht. Ich habe die nur im Kopf, deswegen weiß ich nicht, in welchem Range ich hier rumlaufe, damit ich jetzt nicht gegen irgendwas laufe. Ich weiß halt nur, dass hier irgendwo eine Scheibe ist. Ne? Und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht dagegen laufe. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ja. Ja, so ist das. Also ihr seid total recht herzlich willkommen hier zur Cobra 11. Ja? Heute war Erdogan mit seinem Sohn im Kino. Ja? Dann wisst ihr auch, wann ich gedreht habe. Denn morgen kommt Star Wars. Star Wars geht also dann auch. Ne? Also ich bin heute so noch nicht im richtigen Flair-Modus, weil ich noch nicht weiß, worüber ich reden soll. Aber das werde ich machen, weil ich überall alles aufgebaut habe. Die Hall of Fame. Ja, die Hall of Fame von Cobra 11. So, der Hartmut hat, wie gesagt, frei. Der ist in Berlin. Arbeitet an seinem Auto. Ja. Und Erdogan hat auch frei, hat auch Urlaub, ist wie gesagt mit seinem Sohn im Kino gewesen. Na, der ist auch verdammt groß geworden, der Junge, ja, haben wir ja gesehen. Ja, also wie gesagt, das Studio wird umgebaut, dass wir hier arbeiten können. Und ja, wenn ihr gewisse Kulissen haben wollt, sagt mir Bescheid, dann agiere ich halt in dieser Kulisse. Und dann denke ich mir sicherlich auch was aus. Sollte ich mal irgendwie sowas Ähnliches bekommen, so wie Hartmut zum Beispiel spielt an einem Wagen, wisst ihr noch, diesen Schuss? Ne, dann stand er ja da und hat dann gezeigt, dass der in dem Wagen, in den Radkasten dieser Schuss ging. Ne, also könnte ich dann auch machen, ist kein Thema, ich brauche dann halt nur die richtige Kulisse, dann kann ich das auch. Also wie gesagt, ich baue hier noch um, dass man hier richtig Theater spielen kann, dass man hier richtig Action machen kann, das haben wir nämlich früher auch gemacht. Stuntmatten sind da, wo man drauf fallen kann. Ne. Ich gehe mal so ein bisschen zusammen, aber ich habe ja eine andere Kulisse, da muss ich mal gucken, ob ich jetzt hier einen
reinfliegen lasse, muss ich sehen. Also ich kann eine Menge machen. Ja, ich kann auch reinfliegen lassen. Ich kann auch andere Sachen machen. Ja, das ist das Schöne an einer Greenbox, dass man da viele Action macht, muss man sich vorher ausmachen, wie man steht und was man vorhat. Und dann könnte man machen, zum Beispiel so eine Sequence, dass man jetzt gegen so ein Auto springt, so bomm, und dann abrollt. In Wirklichkeit war es nicht. Man kann also viele Trickkisten heutzutage machen, auch an einem Hubschrauber hängen. Ja, in Wirklichkeit ist das hier dann so ein Gestänge, wo ich dann dran hänge und hochgezogen werde. Dieses hier sind jetzt 50 Quadratmeter Green Room. Ich kann in diesem 50 Quadratmeter Green Room richtig gut agieren und arbeiten. Wie gesagt, wir sind für die Sequence zuständig, für die einfache Sequence. So, lieber Erdogan, solltest du das hier gesehen haben, Frage. Dein Fahrer trug ja schon das Neue. Dann war ja hier ganz groß drauf Cobra. Ne? Cobra LM, ganz großer, klasse aus. Aber finde ich nicht bei Amazon. Vielleicht schreibst du unten drunter oder schreibst du eine Mail, wo ich da dieses Sweatshirt herbekomme. Also dieses Sweatshirt habe ich schon, bin ja stolz wie Oscar, dass ich das habe. Ja, es fehlt mir noch so eine super Mütze. Ne? So eine super Mütze fehlt mir da noch, die ich dann, also Cappy, und dann stimmt die Sache. So, ich schaue mich hier noch ein bisschen um in der KTU. Wie gesagt, der Hartmut ist nicht da. Ja, die KTU ist ja neu im MMC-Studio in Köln. Und da werden wir nächstes Jahr, wie gesagt, auflaufen, uns das ansehen. Werden wir auch eine schöne Kamera mitnehmen, um gewisse Sequenzen zu haben für unsere Sache, für unseren Club, für unseren Verein, für unsere Gemeinschaft. Die Gemeinschaft Cobra 11. So, jetzt bin ich also schon weg. Ihr hört an meiner Stimme, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, dass ich da also nicht so hin kann. Deswegen muss ich gucken, dass ich hier das irgendwie hinbekomme, dass wir hier wunderbar arbeiten können. Da muss ich mir halt noch einiges einfallen lassen. Das bekomme ich hin. Ja, ist kein Thema. Kriege ich hin. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Also, wisst ihr Bescheid? Cobra 11 hier, diese guten Sachen kriegt ihr bei Amazon. Die sind wunderbar. Wunderbar, die sind spitze. Das macht richtig Spaß. Erdogan trägt die ja auch in verschiedenen Farben. Aber ich hätte gerne das andere mit diesem ganz großen Zeichen hier. Cobra. Sein Fahrer hatte das an. Das war richtig toll. Cobra. Bäh. Ja, kriegen wir hin. Ich bedanke mich, dass er da war. Jo, KTU sieht ja gut aus. Ne? Hat was. Anita hat es recht. Ne? Seine Sache hier, KTU ist nicht schlecht. Ja. Forensik wäre besser. Aber egal, das wäre der Leichen. Bäh. Nee, dann lieber KTU. Tschüss.